Michael Schumacher verliert den Spa erst ein Rad und dann die Fassung. Reifenplatzer und so wird Häkkinen Weltmeister. Die Champs-Élysées brennen. Frankreich ist Weltmeister, aber auch das ist die WM. Hermann Mayer stürzt bei Olympia und gewinnt doch noch zweimal Gold. Der Beißer darf wieder boxen. Und in Madrid fällt das erste Tor schon vor dem Spiel. Ein Tornado bei Flensburg. Der Schleudersitz rettet die Piloten. Landung ohne Bugrad, niemand verletzt. Aber beim Absturz der Swissair sterben 229 Menschen. Feuerwehrübung in San Diego. Der Pechvogel wird nur leicht verletzt. Gasexplosion in Seoul. Und vor Amrum brennt wochenlang die Pallas. Und die Tiere sterben. 300 Wale stranden vor Neuseeland. Und vor Südafrika spielen Delfine mit dem Surfer. In Taiwan flippt ein Orang-Utan aus. In Hannover ein blaues Blut. Bill Gates bekommt was ins Gesicht. Und ihm fällt etwas aus dem Gesicht. John Glenn fliegt mit 77 ins All. Fliegende Kisten in Colorado. Außer Kopfweh ist nichts Ernstes passiert. Und auch dieser Bruchpilot hat's heil überstanden. Ein Sturm lässt dieses Schiff vor England stranden. Überhaupt, das Wetter spielt verrückt. Ein Tornado in Oklahoma. Hurricane George, danach Mitch. 11.000 Tote allein in Mittelamerika. In China sterben Tausende in den Fluten. In Kanada regnet's Eis. In Jerusalem schneit's. Schlammlawine in Italien, 158 Tote. In Deutschland Hochwasser. Krieg im Kosovo. Zehntausende sind auf der Flucht. Bomben gegen Amerikas Botschaften in Afrika. Die RAF löst sich auf. Das Leben geht weiter, sagt Helmut Kohl und tritt nach 16 Jahren ab. Am 11. August schauen alle in die Sonne. Und zwar wirklich alle. Freude in England. Trauer in den USA, John F. Kennedy Jr. und Frau abgestürzt. Raisa Gorbatschowa ist tot. Russland zieht in den Krieg gegen Tschetschenien. Deutsche Soldaten im Kosovo. Erst gefeiert, dann beschossen. Zwei Jugendliche laufen Amok in Littleton. 15 Menschen sterben. In Bad Reichenhall dreht ein 16-Jähriger durch. Verletzt Günter Lamprecht und Lebensgefährtin, erschießt vier Menschen und sich selbst. Dieter zur Wehme gefasst. Monatelang gesucht von Hundertschaften, am Ende verhaftet von zwei Streifenpolizisten. Raoul ist endlich wieder zu Hause. Im australischen Darwin bricht eine Kuh aus. Die Polizei hat einige Mühe, sie wieder einzufangen. Ein französischer Forscher behauptet, das ist ein ganzes Mammut. Vor der Küste San Diegos tummeln sich Haie, dazwischen ein Taucher. Wegen einer Drohnenölpest wird für Oregon ein Tanker abgefackelt. Robbie Neville springt über den Grand Canyon, alles geht glatt, bis zu diesem Kaktus. Brand im Mont Blanc-Tunnel, 39 Menschen sterben. Zwei Monate später brennt der Tauerntunnel, 12 Tote. Demonstrationsflug eines russischen Kampfjets im französischen Le Bourget missglückt. Die Piloten aber können sich retten. Motor abgewürgt, der Fahrer längst raus, Glück gehabt. Boris Becker schießt Nikola Kiefer aus seinem Wohnzimmer und sagt dann Tschüss. Das Aus in der letzten Minute, Bayern verliert das Champions League-Finale. Die Folgen, Mario feiert trotzdem. Matthäus haut Lisa Razou und der zurück. Und der Klitschko schlägt den Schulz, das war's. So feiert ein Weltmeister im Hammerwerfen.
Deutschland-Tour vom Winde verweht. Dieser Unglücksrabe muss aufgeben. Der hier hebt auch ab und bleibt unverletzt. Mika Häkkinen erst Tränen in Monza, dann Jubel über den Titel. Im Ballon um die Welt. Wir haben's geschafft. Freude bei Holzmann. Beim Oscar-Gewinner. Beim Nobelpreisträger. Beim Bundespräsidenten. Bundeswehrgelöbnis in Berlin. Schau mal, Gerhard. USA. 76 Tornados in 2 Tagen. Die Lava des Ätna. In der Türkei bebt die Erde. Über 17.000 Menschen sterben. Gestern jede Kamera. Habt ihr gar keinen Anstand oder was schert denn ihr euch nicht? Einfach einzufilmen ohne einzufragen? Ihr freches Scheuch, ihr freches Gehottel. Was? Sonst machen Sie die Kamera aus. Machen Sie aus, das wäre ärgerlich. Aber so ärgerlich. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Meister, so ruhig, nicht. Ganz ruhig. Raus. Das ist unser Haus. Die ganze Welt.